Zum heutigen Weltfriedenstag passt noch eine Nachricht besonders gut. In Roggensusra im Kyffhäuserkreis werden auch weiterhin Panzer zerlegt. Denn das ist es, was die Battle Tank Dismantling GmbH Koch tut. Heute Nachmittag hat das Bundesverteidigungsministerium diese wichtige Abrüstungsaufgabe sogar noch erweitert per Vertrag. Ist ja auch mal eine gute Nachricht in diesen Tagen, wo in den Nachrichten so oft von Krieg zu hören ist. Unser Reporter Daniel Baumbach zeigt Ihnen, wie Abrüstung ganz praktisch aussieht. Schwerter zu Flugscharen. Nirgendwo sonst in Thüringen wird der alte Slogan der Friedensbewegung so Wirklichkeit wie hier in Roggensusra. Zumindest im übertragenen Sinne. Denn seit 1991 wurden hier exakt 13.580 Panzer in ihre Einzelteile zerlegt und verschrottet. Hauptsächlich aus den Beständen von NVA und Bundeswehr. Und nicht, weil die Panzer nicht mehr fahren können oder zu alt wären, sondern weil Deutschland Mitglied des KSE-Abkommens ist. Das besagt, dass die konventionellen Streitkräfte beschränkt werden müssen. Die Battle Tank Dismantling GmbH Koch ist europaweit das einzige Unternehmen, das Militärtechnik gemäß dem KSE-Abrüstungsabkommen verschrotten darf. Leopard, Marder oder Jaguar, der einstige Stolz der Panzerartillerie, kämpft hier seinen letzten, einen ungleichen Kampf. Denn immer siegen die Demonteure. Die Räder, die kommen von sich in Schrott, dann drin sind viele Alu-Teile und Gussteile und so. Und das wird alles von sich getrennt und ganz im Schluss wird dann die Wanne noch zerschnitten, also wird restlos alles kaputt gemacht. Alles, was unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt, wird in seine Einzelteile zerlegt, ist nie wieder verwendbar. Wenn die Männer im Auftrag der Bundeswehr arbeiten, ist fast jeder Arbeitsgang durch strenge Vorschriften geregelt. Wir demontieren 5 Kriegswaffen. Dazu zählt unter anderem die Wanne, das Triebwerk. Und dies muss nachgewiesen werden in ein Kriegswaffenbuch, zu dem eigentlich nur der Bund und 2 Leute im Unternehmen Zugang haben. Also sehr hohe Sicherheitsauflagen. Absolut höchste Priorität. Bislang durften auf dem Firmengelände 200 Panzer abgestellt werden. Mit der heutigen Zertifizierung zum sogenannten Verifikationsstandort wird diese Begrenzung aufgehoben. Am Nachmittag unterzeichnete Geschäftsführer Peter Koch den Vertrag mit einem Vertreter des Bundesverteidigungsministeriums. Und Ministerpräsident Dieter Althaus machte den symbolischen Schnitt. Für das Unternehmen ein wichtiger Tag. Nun kann es größere Aufträge annehmen. Zum Vertragsabschluss kam es heute beispielsweise mit dem Panzerhersteller Rheinmetall. Wir haben jetzt ein sehr großes Auftragsvolumen. Das wird ca. für 3 bis 4 Jahre erstmal genügen. Wir haben ja begonnen mit 5 Leuten, haben aufgestockt auf 15, sind jetzt 35 Leute und werden bis zu 50 Leute aufstocken. Das heißt aber auch weiterhin, dass das gesamte Auftragsvolumen vorwiegend in der Region bleibt. Das Transportvolumen wird komplett für die Region vergeben. Ausländische Armeen sind aber auch am Know-how der Firma interessiert. So gibt es in Österreich bereits eine Niederlassung. Franzosen und Koreaner überdenken die Zusammenarbeit. An Roggensusra kommt in Sachen Panzerdemilitarisierung kaum einer mehr vorbei. In den vergangenen 17 Jahren ist übrigens kein einziger Panzer hier in Roggensusra abhanden gekommen. Nicht einmal ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Was aber eigentlich kein Wunder ist, denn sage und schreibe 25 Satelliten sollen ihre Objektive auf dieses Gelände gerichtet haben. Man kann sozusagen die militärischen Aufklärer grüßen. Jetzt wissen wir es. Roggensusra, der bestbewachte Platz in Thüringen.